So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer eiskalten Folge auf Hot Dead Space im Star Wars Universum. Sind wir jetzt am Start und ja, los geht's, eiskalt weiter. Wir haben einen Kollegen gefunden tatsächlich in so einer kleinen Station auf der Kolonie. Der ist, glaube ich, hier gerade aktuell hier um die Ecke direkt, naja, erfriert. Und nun sollen wir uns hier irgendwie wieder raus manövrieren. Wie das sein soll, ich weiß es nicht. So können wir das nicht. Wie kommen wir da durch? Das stellt sich uns die Frage. Hier ist ein Aufzug, der ist verriegelt. Das heißt, wir müssen irgendwie, wahrscheinlich hier durch diesen ganzen Gedöns hier, das hier ankriegen. Nur stellt sich mir die Frage, wie? Ich glaube, von außen her eher weniger, ne? Da gibt es zwar eine Außentür, aber ich denke mal, ich kann das... Das ist natürlich Quatsch, ne? Dass man das nicht bewegen kann hier. Das ist eine Werkbank. Und das war's. Ein Feuern bringt auch nichts. Hm. Okay. Aber was ist das? Das lässt sich doch drehen hier, was? Der Aufzug hier, was? Füllt er irgendwas, was wir darauf pieken können? Aber die sind abgehauen, ne? Alles Blödsinn. Vielleicht ja doch mal von ausprobieren, oder? Mach da auf. Kann man ums Eck hier laufen und dann von außen auffangen? Manchmal echt so ein ganzes Magazin dran drücken, das ist ganz schön heftig, ne? Muss es doch hier irgendwo geben. Hier muss es doch irgendwie noch eine fucking... Was war das? Eine Tür geben, die uns hier reinlässt. Ins Gebäude, aber tut es nicht, ne? Es geht nur so. Also sollen wir... Guck mal, das Ding lädt sich nach einer Zeit von alleine auf. Also sollen wir tatsächlich hier irgendwas mit einem Aufzug machen, was? Ach, guck mal, da gegenüber waren wir ja drinnen gerade vorhin. Und da sind wir denn nicht... Ach gut, vielleicht haben wir doch nicht... Naja gut, mit Wärmeanzug und so? Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir jetzt die Möglichkeit hier raus. Ja, Sicherheitshinweis. Ja, ja. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Ja, und wo ist er? Hier haben wir keinen. Das ist natürlich alles Quatschkram denn, ne? Echt, Quatschkram. Ah, ich wollte Kaffee getrunken haben, ne? Ja, ja, himmelimmelim. Können wir von hier irgendwas regeln am Fenster? Nö, könnte ich gar nicht so reingucken. Oder hier? Lass mal kurz reingehen hier in die Hütte nochmal. Da können wir nochmal gut gucken, was wir machen sollen. Mach auf die Tür. Das ist totaler Quatschkram, ne? Dass man hier von außen nicht rankommt, ne? Naja. So, lass mal das checken eben. So, eine Anzugstation finden. Ja, solange Isaac der Helm fällt, wird es in der weißigen Temperatur draußen nicht lange überlegen. Bogle sagt, dass im Keller noch einen Anzug für extreme Wetterbedingungen geben könnte. Wir können aber auch eine Anzugstation nutzen, um die Schäden an meinem Helm zu reparieren. So oder so, es sieht aus, als müssten wir diesen Wegstation erkunden. Bevor wir weiterkommen. Yo, Keller. Also. Manchmal hilft ja auch einfach nur Gewalt. Oder auch nicht. Oder nicht. Werde ich da nicht meiner Meinung. Was ist denn? Da hätte wieder aufgestellt jemand, wa? Ist das eine Anzugstation da hinten, oder? Nee, das ist, glaube ich, nur eine Werkbank, ne? Oder?
So oder so, wir kommen hier nicht rein. Wir müssten irgendwie den Weg in den Keller finden. Aber die Frage ist, wie? Hier ist der Aufzug. Aber hier kommen wir nicht... Wir können das Ding nicht in Riegeln. Rumdingens. Aufzug. Irgendwas anderes Hilfreiches? Irgendwie was? Diese gottverdammt genaue Andingens. Das ist total anstrengend, Alter. Ehrlich. Gib mir mal eine Idee. Wie kommen wir hier rein? Ach, unser Robi, ne? Komm, lass mit dem mal rufen. Der soll uns mal scheiden. Den habe ich ja ganz wieder vergessen durch den. Wir kommen auf jeden Fall nicht von außen rein hier. So, dit ist dit. Das heißt, eigentlich muss es doch da eine Möglichkeit geben, in den Nebenraum reinzukommen. Mal auf! Mein Stuhl sagt ab. Tiefer gelegt. Mein Stuhl war tiefer gelegt. Also. Das wäre das. Dann wäre dann das Fenster hier. Das ist zerbrochen. Da kommen wir aber nicht rein. Können wir fliegen? Nein, können wir nicht mehr, ne? So. Das war der Young, den wir gesehen hatten. Und du kommst hier. Gibt es hier eine Treppe hoch oder so ein Scheiß? Was ist denn das? Motivation. Mann. In der Höhle war ja auch nichts, ne? Hier. Hier gibt's auch Geräusche von der Tür. Aber was, wo ist das Geräusch? Wo kommt das Geräusch her? Verstehe ich beim ganzen. Verstehe ich den ganzen Tag nicht. Ah. Ha. Was war das denn? Ha. Mach doch die scheiß Fäße auf. Ha. 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 Das ist dieses Schneemobil da, was von draußen dran ist. Du bist echt tot, Kollege, was? Und das ist wahrscheinlich dieser ganzen Vogeldings, der den Aufzug da bedienen würde. Aber... Tut er ja nicht. Irgendjemand hat das Ding da schon wieder aufgestellt. Wie kommt man an diese Konsole ran? Es muss doch hier irgendwie einen kleinen Weg geben hier. Nur von außen geht es ja nicht. Irgendwas bewegen können wir ja auch nicht mehr so, ne? Wie im ersten Teil, dass wir alles durch die Gegend bewegen könnten. Das ist merkwürdig. Scheint ja auch kalt zu sein, was? Eh, weiter. Alles klar. Was ist neu? Neuer herstellen, Rahmen. Kann ich nicht. Bitte, schade. Okay. Ich find's immer geil, wenn wir den Plasma-Cutter Hydraulikantrieb.
Was, das ist ausgerüstet jetzt, ja? Tesla-Kern. Unteres Tool entfernen. Standardspitze. Gibt es nicht... Aha. Keine Teile. Ja, warum auch, ne? Standardspitze ist da. Sonstige... Base Hilfe. Ja. Das steht dann immer schon dran. Die muss man gar nicht großartig herstellen, ne? Platine. Ach was. Nachladen und Schaden. Schaden. Feuer Rate und Schaden? Ich finde, so Wolle hat es auch ziemlich nice, ne? Hä? Ja. War mit da noch irgendwas, was wir machen könnten? Hier, da können wir nichts. Vielleicht irgendwas mit Nachladengeschichten? Auch nicht. Schadengeschichte? Auch nicht. Auch nicht. Ja, ja. Okay. Lassen wir es jetzt mal dabei. Okay. Schwerer Standard, nix. Militärantrieb. Antrieb allein schon, nicht schlecht. Überwachungsladung. Das haben wir alles da. Tesla-Kern. Explosionskanister abfeuern. Ich will beides haben eigentlich. Also haben wir die Schrotflinte echt heftig gepimpt jetzt schon, wa? Das haben wir auch. Ich denke mal, da können wir nichts bezüglich herstellen. Ja gut, aber neue Waffen mal irgendwie, ne? So ein automatisches Gewehr oder so ein Sturmgewehr oder so herzustellen, das wäre auch ziemlich geil, oder? Neuen Rahmen herstellen. Warte mal. Ich habe auch noch nie nachgeguckt, ne? Das ist ja auch wieder so ein Ding. Anstatt mal hier Pläne... Baue aus Plänen Waffen. Ach ja, da war ja das wieder. Da müssen wir richtig sammeln. Wir haben einen Robi-Roboter unterwegs gelassen. Mal gucken, vielleicht hat er ja irgendwie einen Plan. Ah, Waffen-Upgrades. Okay, das ist dasselbe wie eben gerade auch. Objekte herstellen. Verkaufen sie? Wie soll ich die denn verkaufen? Kanisterbergung. Ich geh mal davon aus, der Aufzug funktioniert jetzt. Boah, Alter, bitte lass uns niemals gegen dieses Tier da draußen kämpfen, ey. Das latscht einfach so über uns rüber. Immer noch verriegelt? Aber, ja, das hier funktioniert hier nicht, was? Was ist denn das? Warte mal. Kann man die denn... Aha. Hä? Alles klar. Bist du eigentlich voll doof? Du musst ein paar mehr ran, was? Damit das nicht lübt, ne? Ach Quatsch, der hat den gar nicht raufgepiekt. Jetzt lübt er. Jetzt lübt der Hobel, ja? Jetzt lübt er. Komm, einsteigen hier, komm. In Bearbeitung. Ja, ja, du bist auch in Bearbeitung. Okay. Wie feuere ich denn die anderen... Private
Sam Eckermann. Warte mal eben, ich will mal ganz kurz einmal wissen, nicht Einstellung, doch Steuerung. Wie feuere ich denn die Zweitwaffe ab? Zielmodus umschalten, Nachladen, Schießen, Sekundär, Leertaste oder Maus 3? Maus 3 ist das Mausrad, ne? 41. Engineering. Hab Ihnen gesagt, Sie dürfen die Infizierten nicht essen. Sie fingen an, sich zu verändern, wurden lichtempfindlich. Meine Taschenlampe allein reichte, damit sie durchdrehten. Ich habe den Aufzug deaktiviert, um sie dort unten einzusperren. Alter. Möge Gott ihrer Seele. Die roten Augen, ey. Der sieht echt scheiße aus, der Kollege jetzt. Trust Jesus, no man. Oh, what? Der Robi-Roboter ist hier noch am Start. Alles klar. Maus? Aber das ist doch... Hä? Ach so, vielleicht ja, vielleicht draufdrücken und dann. Alles klar. Monster im Keller, machen uns keine Angst. Alles klar, was war ditten? Sind das Menschen, die hier... Ja, wahrscheinlich. Munitionschip. Fortschritt wird gespeichert. Ja, ich denke mal, die haben die Menschen hier zum Kühlen runtergebracht. Warte, vielleicht mal zum später Essen oder was. Ja, das, was seid ihr? Das sind laufende Skelette. Zombies. Nur wie abgehungert, das sind. Das sind Zombies. Alter. Boah, ich dachte, er lebt gerade noch, Alter. Guck mal, wie gechillt der hier hängt. Ist das krank, Alter. Du darfst nicht weiterleben! Ich habe ja schon gesagt, ne, Monster im Keller machen uns keine Angst, aber Zombies im Keller, ich habe ja nicht mit Zombies gerechnet, Mann. Mann. Hoffentlich finden wir gleich einen verfickten Anzug da. Die Jungs waren ja mehr als gruselig. Ist das ein Helm? Das sieht aus wie ein Zweiten Weltkrieg, so ein Soldaten-Nazi-Helm hier. Audio-Nachricht wartet. Ja, denn worauf warten wir denn? Ist das die moderne Technik denn? In der Zukunft? Persönliches Log, Sam Eckermann. Seit 3 Tagen verstecke ich mich mucksmäuschenstill im Dunkeln.
Ich muss zum Funkgerät und Hilfe rufen. Ich glaube, ich kann sie austricksen. Wenn ich kleine Sachen werfe, gehen sie den Geräuschen nach. Anchorman! Bist du da? Oh Gott. Ich rieche dich. Ich rieche... Fleisch. Fleisch! Ach, scheiße, Freunde. Warum haben wir jetzt einen Rubian? Dass er das Dingsrad drehen muss, ne? Das ist echt von Arsch, ne? Oh, Alter. Nicht Ruby. Wie viel wollen denn noch davon kommen? Ach komm schon, das ist nicht euer Ernst. Voll die Zombie-Apokalypse hier. Himmelarschenzwerg, jetzt reicht's aber bald mal. Hör mal auf jetzt. Zweimal Schaden. Oh, ich habe die Qual der Wahl, ne? Und ich hasse das ja immer, ne? Das ist ein Riesenkeller hier. Ja, mach doch auf die Scheiße jetzt hier. Ach, das war ja da, wo ich gerade jetzt gewesen bin. Wir sind hier gerade nur im Kreis gelaufen. Alter Schwede, zum Glück nicht die Qual der Wahl. Alter! Oh, bist du bescheuert? Das Kratzen im Keller halt, ne? Echt, wir gehen so riesengroß... Gebäude ab jetzt nur für den scheiß verkackten Anzug. Ist hier unten ein Anzug? Okay, Gott sei Dank können wir das nicht alles, oder? Oh, guck mal, sind voll die Stacheln dran. Wer baut denn so etwas? Warum sind da Stacheln dran? Thank you.
Man baut Räume hinter so ein Ding, ja? Ja, alles klar. Okay. Hatte ich schon da dran? Was? Hier, guck mal. Aha, jetzt natürlich. Da muss aber schnell gehen gleich. Oh nein, das ist zu spät. Und das Ding ist leer. Und unser Dings auch. Aha, wieder voll. Schnell, Isaac, schnell, 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 schnell. Ach, komm schon. Das war halt vielleicht auf dem Hinweg, ne? Das hat auch noch auf dem Hinweg irgendwie. Wofür sind da Stacheln dran? Also ich, das ist eine Pumpe halt, ne? Alles klar. Sollte eigentlich sprühen. Aber, ach so, das, diese Muster, die haben unterschiedliche Dinge. Ja, jetzt verstehe ich. Gar nicht so schwer. Das Problem ist eher das da hier, ne? Bitte. Interessant. Jetzt haben wir es da. Noch so ein Teil.
Frage ist, wo müssen wir hinlaufen? Was für ein unnötiger Scheiß, diese Gänge zu machen, ne? Stell dir mal vor, das Ding soll funktionieren und du bist ein Typ, der soll es reparieren und bist nicht so superheld wie Isaac. Nee. Sergeant Cochran, gehen Sie mit diesem Sicherheitsschlüssel zum Lager 212. Ich habe seit dem Franklin-Vorfall letzte Woche nichts mehr von Sergeant Lumley gehört. Ich muss Ihnen sicher nicht sagen, wie wichtig die dort gelagerten Vorräte sind. Finden Sie heraus, was mit Lumley passiert ist und was noch wichtiger ist. Sichern Sie unsere Nahrung und Munition. Ja. So sei es. Anzugs-Dinges. Okay. Ja, ja. Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. So. Der arktische Anzug wurde freigeschaltet. Nice. Anzug wechseln? Ja. Auf. Arktischer Anzug. Möchtest du das? Ja. Vielleicht würde ich mich mal ein bisschen sauber machen auf Feuer oder so Scheiße. Wow, sogar mit so einem wuscheligen Fellkragen drumherum. Los geht's, wir sind wieder im Geschäft. Schön. So, meine Kinderchen. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Das hat mega Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Schau mit V, schön mit Ö. Stößchen ins Mö und tschüss.